Hey, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind gerade auf dem Weg zum Flughafen. Ich verreise, ich mache Urlaub. Und Philipp fährt mich, danke. Ja, gern geschehen. Es ist viel zu früh dafür. Ja, es ist, wir sind um 6 Uhr aufgestanden. Ja, hast du auf jeden Fall. Auf jeden Fall nutzen wir es auch als Gelegenheit, ein Video zu drehen, was sich einige gewünscht haben auf Stomped. Und zwar haben sich Leute gefragt, was passiert eigentlich, Philipp, nicht so sportlich, was passiert eigentlich, wenn man das Auto längere Zeit stehen lässt? Wie sehr ist der Akku, wie groß ist der Akkuschwund? Was passiert? So, ich weiß auch nicht, ich habe das Auto seit 4-5 Monaten, bin es jeden Tag gefahren im Prinzip. Wenn mal nicht, Philipp, dann bist du es gefahren. Ja. Von daher bin ich jetzt eben im Urlaub, der Philipp ist bei seiner Familie, keiner braucht das Auto. Das heißt, wir stellen es hin, 5 Tage haben wir gesagt. Ja genau, 120 Stunden. Genau, auf 120 Stunden abgezählt. Und dann schauen wir mal, wie viel Akku einfach so, ins Land geht, wenn man das Auto einfach stehen lässt. Wollen wir eine Schätzung abgeben? Boah. Ich weiß, das Auto ein bisschen verliert. Ich weiß es überhaupt aber nicht. Aber ich habe auch nie wirklich darauf geachtet. Deswegen ist es sehr interessant, der Test auch für mich. 10 Kilometer weniger. Nee, ich sag ein bisschen mehr. Ich sag, doch schon. Ich sag 5 Tage, ich sag 23. Das ist mein Lieblings. 23 Kilometer weniger, sag ich. Das hätte ich nicht gedacht. Also ich hab's ja noch nicht beobachtet. Ich weiß ja auch nicht. Okay. Um eine Cola. Wir trinken beide keine Cola. Um irgendwas Cooles. Um einmal essen gehen. Gerne Cola. Du trinkst gerne Cola? Ja, schon. Du hast gern. Okay. Selten. Ich vermeide es. Dann für dich vermeiden. Eine Cola, für mich essen gehen. Ja, okay. Okay. Scheiße, die. Ja, interessant zu sehen, was passiert, wenn der Schlüssel das Auto verlässt, das Auto aber noch an ist und jemand drin sitzt. Der Alex hat seinen Autoschlüssel in der Hosentasche gelassen, ist zum Flughafen gegangen und schaut mal her. Schlüssel nicht mehr erkannt, Fahrzeug kann nicht neu gestartet werden. Heißt aber, ich komme noch wohlbehütet zu Hause an und dort haben wir einen Zweitschlüssel. Ansonsten wäre ich jetzt aufgeschmissen und auch wenn jetzt hier ein Unfall wäre oder ich irgendwie das Auto verlassen müsste, ich käme nicht mehr vom Fleck. Das wäre ungünstig. So, liebe Leute, der Zeitpunkt ist gekommen. Ich werde das Auto jetzt 5 Tage hier stehen lassen und wir schauen mal ganz kurz, was für einen Stand wir haben, einen Energiestand. So, kleinen Moment. So, wir sind bei 75% und jetzt schauen wir mal, wie viele Kilometer das sind. Fahrzeug, Einstellungen und hier unten können wir auf Distanz stellen. So, Energieeinstellung zurück und hier sehen wir 336 Kilometer. Also, ich bin sehr gespannt, wo das Ganze in 120 Stunden stehen wird. Wir werden sehen. Ahoi, ahoi, ciao, herzlich willkommen. Hallo vom Luganer See. Ich habe den launchen Berliner Sommer gegen das hier eingetauscht. 12 Tage Luganer See hier in Italien. Da drüben fängt schon die Schweiz an. Wir dürfen aber nicht in die Schweiz fahren, weil man darf in Italien ohne Motorbootführerschein Motorboot fahren, was so viel Spaß ist übrigens. Und in der Schweiz nicht, deswegen darf man nicht über die Grenze fahren, was uns fast schon passiert wäre. Aber dann doch nicht. Auf jeden Fall super schön, echt Urlaubstipp. Wir sind nicht mit dem Auto gefahren, wir sind geflogen, weil einfach wahrscheinlich mit Superchargen und ein bisschen Urlaubsstau hätte uns das Ganze 15 Stunden gekostet. Wenn ich 15 Stunden Auto fahre mit Stau und so weiter, dann brauche ich erstmal 3 Tage Erholung von der Fahrt alleine. Deswegen sind wir geflogen, 1,5 Stunden, dann mit dem Mietwagen 1,5 Stunden hierher gefahren. War auch interessant, der Mietwagen ist natürlich mit Schalten und man verlernt es nicht, aber ich muss schon sagen, ich finde Automatik deutlich angenehmer. Ihr könnt gerne auf meinem Instagram-Account vorbeischauen, ich lade fleißig Bilder hoch. Es ist so schön, wirklich ein Urlaubstipp von mir. Aber dafür sind wir nicht da. Es geht darum, wie viel der Tesla gerade in Berlin an Strom wegblutet, während ich hier in Italien bin. Und die Antwort ist, ein bisschen über 1% Akkuladung verliert ihr pro Tag. Ich habe es auch mal in Geld umgerechnet, damit ich weiß, was da gerade eben wegtröpfelt in Berlin. Und es sind ca. 25 Cent am Tag. Ist also noch zu vernachlässigen. Fand es aber interessant, das mal zu wissen. Es sind am Tag, um genau zu sein, 5 Kilometer, die ihr verliert. Also insgesamt jetzt 25 Kilometer nach 5 Tagen. Wir haben das Auto in den Energiesparmodus gesetzt, aber auf immer verbunden eingestellt, damit ich mich eben leichter mit der App einwählen kann und eben sowas nachschauen kann,
wie die Akkuladung gerade ist oder wenn ich will, hupen, damit sich die Nachbarn erschrecken, wie auch immer. Also 5 Kilometer am Tag ist die Antwort. Finde ich cool, passt. Ich war relativ nah dran mit meiner Schätzung. Auch das erfreut mich. Und jetzt genießen wir hier noch ein bisschen den Urlaub und wirklich, könnt euch mal ein Motorboot fahren, es ist so viel Spaß.